wird dann gut gehen. Kennt ihr denn nicht die Geschichte vom Nachkrab, meine Kinder? Vor sehr langer Zeit herrscht eine dunkle Macht hier im Schwarzwald. Die Nacht ist da, der Krab ist nah, bleib diesmal daheim. Doch bleib ich nicht, dann zieht er mich in seine Welt hinein. So sieht Petra vorher aus. Und hinterher anders. Und so sieht Tanja vorher aus. Noch. Wie fängst du Lachen verkneifen? Was, wenn die mein Popcorn klauen? Baum. Der Baum hat mir wehgetan. Der war mega gut. Ist das gut? Der echt? Keine Ahnung. Der ist echt. Geil! Ich will hier nie wieder weg! Was? Ich will für immer hier bleiben! Aber mein Popcorn, die klauen bestimmt gleich mein Popcorn! Boah, da kommen schon die Kettensägen! Hey! Habe ich schon, danke! Alter! Geil! Wir haben uns schon verloren. Was? Geil! Du Weichei! Ich kann nicht mehr! Das ist geil! Wir sind noch nicht mal 5 Minuten hier drin, es geht schon los! Wir wollen ganz bestimmt meinen Popcorn. Wir riechen das schon. Der muss sogar meinen Namen hier schreiben. Wir riechen bestimmt meinen Popcorn und suchen jetzt jeden ab. Alle da? Alle da? Ja, nein. Petra, Handy weg! Hat schon jemand Angst, außer Petra? Ich hab nur Angst um meinen Popcorn. Soll ich einpacken? Nein. Meine Jacke ist auch noch. Das war schon mal The Cave. Absolut geil. Ich liebe Horror Nights. Ich liebe sie. Mega gut. Mein Popcorn geht's gut. Ich lieb's. Ah!
eigentlich Laubbläser? Motorsägen. Motorsägen. Mehr Power. Wo sind sie da? Hier gibt's Automaten, ich könnte kotzen. Ich kenne dich. Der hat mir den Stinkefinger gezeigt. Casino, viele Clowns. Sehr viele Clowns. Was ist in Ordnung? Oh Gott. Servus. Guten Abend. Ganz normale Geisterbahn. Und da sind Menschen drin. Ja. Ist das scharf? Aber da sitzt man ja. Hä? Wer fällt noch? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Geisterschlange. Kennt man von einem anderen Video von mir, von der Karlsruher Messe. Deswegen angucken, ansonsten lassen. Boah, das Lichtspiel ist geil. Oh, ich lieb's einfach. Ich glaube, wir lassen die mal durch die Körner zu uns, oder? Nee. Petra. Jetzt kommen die nächsten. Hallo. Wir sollen rechts gehen, wie im wahren Leben. Menschen, wo sind Menschen? Ah, da hinten. Menschen. Oh Gott, ist das ein scheiß Weg hier. Das ist anstrengend, wenn da oben sind, sind wir schon fertig. Ah. Oh Mann. Dann zieht er mich in seine Welt hinein. Ich muss auch was trinken.
Ja, jetzt gerade eben die Menschen gemacht. War schon cool, aber extra dafür bezahlen war eher meh. Also 10 Euro fände ich okay. Ja, 10 Euro okay, aber für das Geld. Was hat das denn gekostet? Keine Ahnung. Ja, 20 Euro stimmt. Soll ich das jetzt noch abfahren? Also nee. Ja, genau, dann ist Fock, ne? Ja. Marc Terenzi, der muss hier irgendwo rumlaufen. Bei der Geisterschlange fährt kein Fahrzeug. Vielleicht hat es eine Störung oder so. Das ist eine Warteschlange vom Labor. Ja, es ist ein bisschen voll. Aber so eine geile Aussicht, ohne Witz. Jesus, was war das denn? Jetzt sitzen wir hier drin, in so einem Chill-Lounge. Es ist viel zu dunkel, ich kann nichts filmen. Naja. Videoprogramm regelt, hoffe ich zumindest. Ja. Das ist übrigens Tanja, falls man es nicht sehen sollte. Ja, sie ist mit mir zusammen, falls ihr fragen solltet. Es fragen mich immer noch Leute, ob wir zusammen sind. Ja. Ja. Ganz dolle. Ja. Ja. Frauentoilette? Kann ich reinkommen? Petra lacht noch. Noch? 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 Ist aber eigentlich ganz lustig, oder? Super. Wo ist der Wasser da? Labor. Weißt du nicht? Schau doch mal drauf. Sorry. Ich mag Clowns. Du auch? Ja. Naja, nicht so wie sie so aussehen, ne? Das heißt, der Film ist nicht. Kaputte Autos. Mensch. Kevin. Junge, ich will mal zum Arzt gehen.
lustig. Also, ich muss sagen, ich fand diese Show jetzt viel geiler als die normale mit den griechischen Gedöns. Ja, war mega geil. Vor allem nackten Frauen. Das sind wir alle am Labor. Petra, Claudia, Thomas sei Frau, Nella, Ted. Ich, Tanja, Jesse, Saskia, Nicole, sorry, ich hab den Namen vergessen, Mika, Jürgen, fuck, du, sorry, Thomas, ja, das war alle. Jetzt um 12 Uhr ist alles leer, Horror Nights sind für heute zu Ende. Ob ich jetzt ein Video oder zwei Videos mache, keine Ahnung. Werden wir mal noch sehen. Mein Resümee dazu: absolut geil. Menschen zu teuer. Ansonsten alles einfach geil. Wenn ihr da auch mal hingehen wollt, geht hin. Das ist das Geld richtig wert. Das ist einfach der Burner. Da hinten kommt ein Auto. Scheiße. Zu spät. Are you afraid of the darkness? Wollte ich gerade sagen, aber ja. Wir waren da noch nicht. Are you afraid of the darkness? Hilfe. Hast du Angst? Sie kommen auf YouTube, nur zur Info. Tag 2 der Horror Nights. Axel. Jetzt gibt's Nightmare. Ja. Ja. Hallo. Seid ihr bereit für Horror Nights? Ja. 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 Nightmare. Alter. Oh geil. Sogar Fotos. Oder haben die abfilmen. Nightmare. Das geilste Haus bis jetzt. Es war geil, ne? Ja. Da war. Ich wurde erkannt. Geil. Es freut mich. Nun kommt The Curse of the Mummy. Mummy! Mummy! The Curse of the Mummy war es tagesmäßig nur noch geiler. Und geht's dir gut, Schatzi? Nee. Ich bin nach rechts, erst nach rechts, jetzt wieder nach links. Gut. Push the button. Hallo! Kannst du mich immer noch draußen? Stimmt.
Kann Videoprogramm ein bisschen heller machen. Ja, super, jetzt für mich läuft keiner durch. Aber da kommen sie. Da kommen die kleinen Angsthasen. Das zweite Bild von Horror Nights. Und Nella sticht wieder heraus. Das ist einfach geil. Hammer. Dankeschön. Was jetzt? Das war Smile. Smile. Horrorclown Smile. Der macht alle fertig. Oh, Petra, geht's dir gut? Ja. Petra ist ganz gut. Ich habe ein Penisbrötchen. Es hat zwar nichts mit Horror Nights zu tun, aber ich wollte es mal gesagt haben. Yeah.
wir Matterhornblitz im Dunkeln. Mal sehen, wie es wird. Schauen wir mal. Bei den Horror Nights keine Fotos beim Matterhornblitz. Oh. Mann, jo. Wann kommen die anderen? Chantal! Jacqueline! Jeremy Pascal! Nein, das war er nicht. Schatz! Wir müssten mal alle Gabu schreien, was er dann macht. Das war jetzt der zweite Tag von den drei Tagen insgesamt. Das waren die Horror Nights. Das Video hier packe ich hier am Ende von Horror Nights. Mein Resümee zu den Horror Nights. Absolut geil, ich mache nächstes Jahr nochmal. Das Einzige, was mir wirklich nicht an Horror Nights gefallen hat, war die Menschen. Menschen war schon cool und so, aber für die 20 Euro zu teuer. Ich sehe mich da hinten im Fenster. Yay. Und der Vampires Club, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich bin sowieso kein Clubmensch. Ansonsten war alles richtig geil. Das ist einfach der Hammer. Dir hat's auch gefallen, Schatzi? Ja. Oh nee. Das ist mein Hirn. Jetzt guck mich mal an, ich sehe schlimmer aus. Ich sehe aus wie tot. Ich hätte mein Horror Nights mitmachen können. Aber es war mega geil. Es war mega geil. Für die ersten war es eigentlich einfach der Hammer. Ja. Dann würde ich sagen, das war das Horror Nights Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare unten neu. Denn die Daumen gehen mir am Arsch vorbei. Ich mach's dann jetzt so, ich hau zwei Videos raus. Einmal ein Video von allen drei Tagen, weil in den ersten zwei Videotagen habe ich wenig gefilmt. Morgen werde ich auch nicht viel filmen, werde ich mal gucken, was da so abgeht. Und das wird ein Video, egal wie lange es wird. Und Horror Nights gucke ich, was ich da brauchen kann, mache dann auch ein Video von den beiden Tagen. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und ciao. Horror Nights. Die Nacht ist da, der Grab ist nah. Bleib diesmal daheim. Doch bleib ich nicht, dann zieht er mich in seine Welt hinein. Kennt ihr denn nicht die Geschichte vom Nachtkampf, meine Kinder?